Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, 2 Wochen ist jetzt schon her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe. Hatte schon langsam ein schlechtes Gewissen, aber es war einfach nichts zum Filmen. Und dachte ich mir heute spontan, war ich noch beim Mediamarkt, wollte eigentlich noch eine Maus suchen für meinen Computer und habe hier noch bei den im Kassenbereich nach den Blu-rays hier geschaut. Da gibt es einmal was für 2,99 und für 3,99. Und hier zu meiner Überraschung 7. Sie super Profis. Das ist ein Film, den habe ich im Mediabook. Gab es hier für 4 Euro. Das ist echt, ich muss sagen, wenn ich den noch nicht gehabt hätte, wäre das der Top-Fund gewesen. Aber den hatte ich jetzt schon, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich damals für gezahlt habe. Wahrscheinlich 20 Euro, das Mediabook. Und ja, ich meine, natürlich sind hier auch nur so relativ viele Trash-Filme zu finden. Also es waren jetzt leider keine irgendwie hochkarätigen Mainstream- oder Klassiker hier in der Krambox für 3,99 zu finden. Und dann weiter rechts im Kassenbereich, das habe ich jetzt nicht gefilmt, da waren für 2,99 auch noch Filme, aber das waren die Filme, die ihr eigentlich auch schon aus meinen Videos oft kennt, das wirklich diese ganzen, also die noch trashiger sind, sage ich jetzt mal. Hier hatte ich das Gefühl, bei diesem Haufen, dass es doch, sag ich mal, schon noch jetzt nicht Trash unbedingt nur war, sondern auch ja schon anspruchsvolle oder nettere, interessantere Sachen, sage ich jetzt mal, ne, wo auch Engagement dahinter ist. Hier habe ich dann so ein Steelbook entdeckt für 3,99 Special. Den Film kannte ich aber nicht, aber ich habe mir jetzt einfach das, bei der letzten, bei dem Film habe ich ja auch, genau, den habe ich mir schon mal geholt beim Saturn, ist ein netter Film. Ich wollte aber nicht einen Fehler machen, wie damals bei dem Mediabook, beim 1,30 Euro Laden, und mir einfach jetzt irgendwas holen, nur weil das Steelbook oder das Mediabook Book günstig ist. Und habe mich jetzt hier zurückgehalten bei dem Steelbook, weil ich den Film auch überhaupt gar nicht kenne und jetzt auch nicht einfach Geld verschwenden wollte. Klar sind 3,99 Euro nicht so viel Geld, aber wenn man dann doch ein paar Filme mitnimmt, dann läppert sich das ja dann doch, ne? Und deshalb habe ich einfach mal durchgeschaut, was man hier noch so an Filmen findet. Wie gesagt, waren jetzt keine krassen Sachen dabei. Einzelne Sachen fand ich aber doch recht interessant. Und habe mich dann ein bisschen überraschen lassen hier. Gab auch ein paar Science-Fiction-Trash-Perlen, die irgendwie hatten die was, so hatten so einen Asylum-Charakter. Ich weiß nicht, ob der Film auch von Asylum ist. Aber so in dieser Preiskategorie, in dieser Einordnung sind die meisten Filme hier, ne? Also teilweise schon gut, an sich gut produziert, aber jetzt keine hochbudgetierten Filme oder ja, ein bisschen low-budget, sage ich mal. Aber mit sage ich mal, schon mit einem professionellen Touch, würde ich sagen. So würde ich es einschätzen. Auch viele Horrorfilme waren hier zu sehen, genau. Ich finde es ja mal geil, hier durchzuwühlen, weil du weißt immer nie, was du kriegst. Genau, Final Level, Hübsche Mädels und Dinos, da kann man eigentlich nie was falsch machen. auch für 3,99. Und hier rendiert man jemanden, waren die DVDs gleich, habe ich dann nicht mehr geschaut, aber es waren eigentlich so, ich glaube, relativ dieselben Filme fast. Und habe mich einfach hier versucht, durchzuwühlen bei den Blu-rays. Ich finde es immer total spannend, bei solchen Sachen, also quasi so herauszufinden, ob man noch einen Film findet, der einem gefällt. Aber irgendwo ist es dann manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil man dann immer so diese ganzen Haufen wegdrücken muss, ne? Aber fand ich trotzdem sehr cool und war auch eine Überraschung, fand ich irgendwie. Das war hier noch ein Mediabook, glaube ich, aber ein Film, der mir null was gesagt hat. Denn Battlestar Wars, ich glaube wirklich von Asylum, glaube ich. Haben, glaube ich, schon mal einen Trailer gesehen. Hat sicherlich auch seine Fans und sicherlich auch sehenswert. Was haben wir hier noch so Schönes? Medusa. Oh, das ist eigentlich ganz interessant. Troja 2. Genau. Crossbreed. This is War. Da bin ich gar nicht mehr so sicher, ob ich da nicht einen Trailer schon mal gesehen habe. Ich glaube, der sah gar nicht so schlecht aus. Und dann, ja, hier. Actionfilme auch hier, Horrorfilme, ne, der Wolf und die sieben Geißlein von David Brückner, ein deutscher Independent-Filmemacher, auch auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn man die deutsche Szene mal unterstützen möchte. Ich habe einfach mal drauf gehalten, weil ich dachte, das ist einfach mal, also bei dem Mediamarkt kommt man leider nicht so viel zeigen, weil der Mediamarkt hat weiter hinten natürlich eine Filmabteilung, aber die ist leider nicht so sehenswert. Ist eigentlich so mit einer der schwächsten Märkte, die ich kenne, so was Filme angeht. Aber hier vorne halt, wie gesagt, bei den Schnäppchen, da kann man doch mal wagen, vorbeizuschauen, finde ich. Und vielleicht findet man doch hier und da mal was. Ich habe mit einer Hand gefilmt und mit der anderen immer durchgesucht. Das war dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber hat sich schon gelohnt hier auf jeden Fall. Waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei, fand ich irgendwie.
Und aber wie ihr schon seht, es ist wie gesagt nichts dabei, was man jetzt groß kennt. Aber jetzt zeige ich euch da einfach mal, was ich mitgenommen habe. So, hier auf meinem schönen Holztisch der erste Film, Der Wolf und die Sieben Geißlein, Theater des Todes von David Bruckner. Genau, ein Independent-Horrorfilm aus Deutschland, Uncut. Da habe ich kenne den Film vom Sehen, also ich habe den Trailer schon mal gesehen, aber den Film selber noch nicht. Und der war auch, glaube ich, bei den Rocket Beans, wenn ich mich recht erinnere, der Film. Also ich glaube, der Regisseur wurde auch, ja, hat auch den Film da vorgestellt. Was ich mal cool finde, eine Menge Extras scheint es zu geben. Und das finde ich schon mal super. Auf jeden Fall interessantes Cover. Und der zweite Film, Final Level, Flucht aus Rancala. Genau, so ein bisschen wie das, ja, ein bisschen wie Jumanji, der neue Teil. Aber halt ein bisschen trashiger. Und ich bin echt gespannt. Ich dachte einfach nur Dinosaurier, interessante Mädels. Nimmst einfach mal mit für 3,99. Selbst wenn der Film nicht so ist, dann tut es jetzt nicht so weh. Aber leider hier kein Stück Bonusmaterial, bis auf der Trailer und der Trailershow. Finde ich aber immer ein bisschen schwach, leider. Aber okay, muss man das manchmal leider so bei diesen Trash-Sachen. Und ja, was ich noch mitgenommen habe, das ist diese Maus hier. Diese Maus hier, denn ich habe ja für meinen Laptop noch eine Maus gesucht. Wollte jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben, habe jetzt eine für 10 € mitgenommen. Die fühlte sich ganz gut an. Ja, und das war meine Ausbeute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.